Dedelic. Und Deep Silver. Herzlich willkommen zu meinem neuen Let's Play zu The Whispered World. Mein Name ist Tefkal und wir werden heute und morgen und wahrscheinlich auch übermorgen dieses Spiel zusammen durchspielen. Dieses Spiel wird immer jetzt Dienstag erscheinen, 4 Folgen am Stück, sodass ihr immer genug zum Sehen habt, wie immer das... Also wie es auch schon bei anderen Spielen vorher der Fall war, immer 4 Folgen am Stück. Das hat sich immer ganz gut herausgestellt als wunderbarer Stachelblock. Ich spiele dieses Spiel blind, das heißt, ich habe keine Ahnung, worum es jetzt hier in diesem Spiel wirklich geht. Ich weiß nur, dass wir einen Clown spielen. Also einen traurigen Clown, ansonsten möchte ich das Spiel gar nicht erst anrühren, weil ich Clowns ansonsten gar nicht mag. Aber traurige Clowns sind okay, die stimme ich wieder fröhlich. Und dass es von Dedelic ist und ein Adventure. Das sind so die Dinge, die ich weiß und... damit habe ich bis jetzt mal ganz gute Erfahrung gemacht. Der Dedelic ist meiner Meinung nach, mal ein bisschen Vorschusslorbeeren zu geben, meiner Meinung nach momentan die weltweit beste Adventure-Schmiede. Ja, das habe ich jetzt gerade gesagt. Und ja, da erwarte ich erstmal mal Großes von dem Spiel. Gut, spielen wir mal nicht weiter, sondern ein neues Spiel. Und gucken uns das Intro an. Es wird dich vielleicht traurig machen, das zu hören. Aber dies hier wird die letzte Geschichte sein, die ich dir erzähle. Ich weiß, du hörst gerne lustige Geschichten mit fröhlichen Menschen und einem Happy End. Aber ich habe keine Kraft mehr dafür. Was ändert es, wenn ich dich belüge? Meine letzte Geschichte also spielt in einem fernen Land, das im Begriff ist zu sterben. Sie beginnt im Herbstwald. Es ist die Geschichte von Cedric, dem traurigen Clown. Cedric schläft unruhig, wie jede Nacht. Dabei weiß er noch gar nicht, dass er innerhalb von wenigen Tagen die Welt zerstören wird. Das war verstörend. Was für ein Albtraum. Jede Nacht ist es dasselbe. Ich kann mich kaum erinnern, wann ich das letzte Mal richtig geschlafen habe. Spot? Wo ist Spot bloß? Er begrüßt mich doch sonst jeden Morgen. Spot? Okay, wir sind also jetzt im Interface. Und die Maus muss auf jeden Fall, ja genau, wollte gerade sagen, etwas fein eingestellt werden. Wir können hier offenbar, ich weiß nicht, wie die Steuerung ist, mit links können wir nicht belegen, okay, mit rechts, Teppich. Kann man offenbar ins Inventar gucken. Okay. Gibt es noch sowas wie längere Zeit, Mausdrücke oder sowas? Rechte nicht. Gut, dann linke. Ja, wenn ich die linke Maustaste länger drücke, habe ich auch mal so eine Art Kontextmenü. Hier kann ich nehme mal an, etwas angucken, mit dem Teppich sprechen oder den Teppich nehmen. Und ich mache natürlich das, was man zuerst ja machen sollte, auf jeden Fall mit dem Teppich sprechen. Hallo? Bist du wirklich tot? Oder schläfst du nur? Man kann sich da gar nicht sicher genug sein. Er ist auf jeden Fall sehr glücklich, weil er lächelt. Na gut, gucken wir mal an. Dieser Teppich erinnert mich an einen der grundlegendsten Mechanismen unseres Lebens.
Ganz egal, was du erreicht hast, egal wie groß deine Pranken und wie scharf deine Zähne sind, du kannst immer noch als Fußabtreter für eine Gruppe Zirkusclowns enden. Ein trauriges Schicksal, wirklich. Okay, kannst du es mitnehmen oder was daraus? Der Teppich sieht zwar flauschig aus, aber ich fasse ihn lieber nicht an. Ich will nicht nach totem Bär riechen, wenn ich in den Wald gehe. Ja, genau. Das könnte unmöglich Probleme geben. So, am Bett ist nicht diese Notiz, ein Papierfetzen. Was ist das noch gleich für ein Zettel? Das weiß ich nicht. Stimmt ja. Auf diesem Zettel hat mir Ben aufgezeichnet, wie der Kanonenrohrtrick funktioniert. Das ist so unfair. Sogar zeichnen kann er besser als ich. Ja, sehr nett. Ich mag vor allem diese Zeichnung. Ich. Das soll wohl ich sein. Ben hat vergessen, den Ausdruck von Entsetzen in mein Gesicht zu zeichnen, während ich hunderte von Metern in die Luft katapultiert werde. Ach Quatsch. Lass die Kanonen nicht mal an, ja. Das Wichtigste ist ein stabiles Kanonenrohr. Dem Kanonier soll ja nichts passieren, wenn er mich in die Luft sprengt. Eben. Safety first. Und der Pfropfen. Der Pfropfen wird vorne in das Kanonenrohr gesteckt. Nur so wird genug Druck aufgebaut, um mich hunderte von Metern in die Lüfte zu katapultieren. Au Mann, wie ich diesen Trick hasse. Wenn da drin so wahnsinnig viel Druck aufgebaut wird, wie überlebst du das dann eigentlich? Oh, das wird wahrscheinlich diese Zeichnung mir irgendwann sagen. Der Fallschirm ist wahrscheinlich zur Landung. Ein Fallschirm soll dafür sorgen, dass ich mich bei der Landung nicht verletze. Na, dann kann ja nichts mehr passieren, hä? Ja. Und eine Kanone, also eine Bombe. Eine kleine Bombe oder etwas Schwarzpulver reicht schon aus. Einfach in die Kanone stopfen und anzünden. Der Rest wird schon. Ich habe das Gefühl, wir werden das irgendwann anwenden müssen. Das steht da wirklich. Der Rest wird schon. Der Rest wird schon, das super. Das darf doch alles nicht wahr sein. Okay. Kann ich diesen Nagel mitnehmen? Nee, kann ich nicht, aber ich kann hier raus aus dem Bildschirm. Okay, kann ich aus dem Fenster gucken? Nein, hier ist eine Kerze, die ich auch noch gerne, Komm, ich gucke mir einfach alles an. Ben sagt, diese Sorte Kerzen brennt ewig. Ich sage, sie macht sich nur was vor. Ein sehr fröhlicher Clown, tatsächlich. Kleine Flamme der Hoffnung. Wofür kämpfst du so tapfer? Am Ende wirst auch du erlöschen. Der alte Emo-Clown. Kannst du es mitnehmen? Autsch, verflucht, das gibt bestimmt eine Brandblase. Eigentlich warum bin die ich Kerze immer mitnehmen? So ungeschickt? wenn ich die Kerze anfassen sollte, vielleicht nicht gerade oben an der Flamme. Aber was soll man machen? Hier haben wir noch einen Herd. Unser alter Ofen. Die Klinke ist abgebrochen. Das ist ja eher schlecht. Kannst du es trotzdem irgendwie öffnen? Das ist zwecklos. Die Klinke ist abgebrochen. Ah ja, wir brauchen also eine Klinke, um in die Herd reingucken zu können, in den Ofen. Noch irgendwas? Nein, hier ist noch Wäsche. Das sind Teddybären. Bommeln, Halskrausen, Glöckchen. In einem Kartoffelsack würde ich mich weniger schämen. Ja, du hast nicht gerade das stylischste Outfit, das ist richtig. Kannst du mit der Wäsche reden? Unsere Zirkuskleidung ist spuckeabweisend. Das ist sehr wichtig, gerade wenn man in größeren Städten auftritt. Schön. Mitnehmen? Ich komme nicht ran. So ein Pech. Okay. Gibt es ansonsten noch irgendwas? Teppich, Bärenkralle, okay. Ich habe mal eine Liste mit meinen wahrscheinlichsten Todesarten begonnen. Die Bärenkralle ist auf Platz 212, 217 und 321 bis 29. Okay. Kannst du die mitnehmen? Wenn ich die schon so einzeln anwählen kann. Okay. Das klingt relativ gut. Offenbar ließ es direkt vom Fell lösen. Faszinierend. Okay, was haben wir noch hier? Nix, nix. Eine Tür. Ja, da ganz rausgehen wir erst zum Schluss. Wir wollen ja nichts vergessen hier. Ich guck kurz mal, einmal möglichst in diesem Spiel, nur dass ich, ob es diese Taste gibt. Tatsächlich gibt es die, die Leertaste. Zeigt mir Dinge an, die ich bis jetzt noch nicht betrachtet habe. Die Wäsche habe ich schon betrachtet. Die Mütze habe ich noch nicht betrachtet. Da war noch ein Loch. Ach ja, das kaputte Ofenrohr. Komisch, wie man so funktioniert. Seit die Klinke abgebrochen ist, meckere ich nachts immer über die Kälte. Dabei habe ich ganz vergessen, wie ich vorher immer über den Rauch gemeckert habe. Kannst du damit irgendwas machen? Wenn mein Arm doch nur länger wäre und dünner und zwei weitere Ellbogen hätte, dann könnte ich hineingreifen und den Ofen von innen öffnen. Und? Wo ist das Problem? Und die Mütze da oben. Ich werde übrigens versuchen, dieses Kontextmenü, also ach, kann ich nicht dieses Kontextmenü, sondern diese Hilfsanzeige möglichst wenig zu benutzen. Das ist Bens Ersatzmütze. Er trägt sie nicht mehr so gern wie früher. Sie hängt ihm zu schlaff nach unten, seit mir das Stärkepulver ausgekippt ist. Ich komme nicht ran, aber Ben will sowieso nicht, dass ich seine Mützen trage. Ah, vielleicht er sagt, will Ben sie immer hängen danach immer so jämmerlich nach unten. Ja, weil du so traurig bist. Der Teppich hatte ich schon, hier war glaube ich noch ein bisschen was, oder? Kerze, da ist eine Schublade. Ah, es gibt doch... Es ist deprimierend. Ich habe kaum eigene Sachen. Sie passen alle in diese Schublade. Das ist wirklich deprimierend. Mach mal auf.
und sieh am besten hinein. Da ist nur dieser blöde Merkzettel drin. Ben hat mir diktiert, was meine Aufgaben sind. Pure Schikane. Was soll's? Ich nehme den Zettel trotzdem mal mit. Vielleicht finde ich ja irgendwo ein Buschfeuer oder so. Du hast hier eine Kerze direkt daneben. Sonst noch irgendwas da drin? Leer, wie alles, was mir gehört. Okay, kannst auch wieder zumachen, ich meine. Und wir gucken uns gleich mal den Zettel an. Den Zettel an. Der sich unglaublich gut von dem Beutel hier abhebt. Achso, warte mal. Linksklick, ja. Ben hat mir für heute wieder eine Menge Aufgaben zugedacht. Warum bin ich überhaupt aufgestanden? Na, weil es da oben auf der Liste steht. Aufstehen, 5 Uhr. Das ist wirklich früh, okay. 5.30 Uhr Probenbeginn bei Sonnenaufgang. 7 Uhr Spot füttern. 7.30 Uhr Publikum suchen. Okay. 10 Uhr Kanonenrohrtrick proben. 12.15 Uhr Bruno waschen. Wer immer Bruno sein, auch rein, mach ich mal das Zugtier. Und der Zettel ist weg. Hallo. 16.30 Uhr Wohnwagen aufräumen. Alter Schwede, versuchst du 4 Stunden lang Bruno zu waschen? 19 Uhr Rülpsalphabet proben und 21.30 Uhr schlafen gehen. Okay. Ja, warum nicht, ne? Dann können wir am besten jetzt rausgehen, oder? Ist noch irgendwas, was ich vergessen habe hier? Mütze, Wäsche, nö. Sieht alles ganz gut aus. Ja, lass uns doch mal rausgehen. Rausgehen. Chadwick, bist du wach? Komm sofort her! Es ist schon hellichter Tag. Genau. Ein weiterer fröhlicher Tag in der bunten Welt des Zirkus. Die Einstellung des Clowns gefällt mir sehr gut. Spot, lieg da nicht so faul rum. Was ist bloß los mit dir? Was soll schon mit ihm sein? Vielleicht ist er krank. Eine Seuche oder eine Lebensmittelvergiftung. Red keinen Unsinn. Wurmpilz? Die Blaupocken? Es könnte alles sein. Er hat Durst, Chadwick. Das kommt dabei raus, wenn du deine Pflichten nicht erfüllst. Spot hält das aus. Er ist robust. Du wirst dich noch ganz schön umgucken. Raupen werden nicht alt. Und wenn man so mit ihnen umspringt, erst recht nicht. Gewöhn dich ruhig schon mal an den Gedanken. Du willst mich doch nur ärgern. Ich meine es ernst. Gib ihm besser was zu trinken. Ja, was auch immer, Ben. Los, komm mit, Spot. Wir finden dir was zu trinken. Und danach können wir vielleicht endlich was Sinnvolles tun. Okay, du brauchst also was zu trinken. Das kriegen wir wohl hin. Spot, die Raupe, unser Haustier. Wie geil ist das denn bitte? Finde ich jetzt schon gut. Hier ist eine Falle. Da ist mit Sicherheit nichts zu trinken drin. Und da ist eine Schaufel. Ich nehme am besten erstmal alles unter die Lupe und nehme alles mit. Ich will mal Spot mal nicht verdursten heute. Das ist Opas Schaufel. Er gräbt damit nach Wurzeln und Zwiebeln, macht den Kompost und ich glaube, er rührt damit auch die Suppe um. Lecker! Welche Reihenfolge? Kannst du mitnehmen? Kannst du. Sehr schön. Ist hier irgendwas im Busch? Nee, aber kann nach links gehen. Okay, werde ich ja merken. Hier vorne ist nichts. Den Wohnwagen kann ich noch betrachten. Warum sollte ich es mir schönreden? Mein Zuhause ist morsch. Ja, ebenso wie deine Seele, aber Herrgott. Und deine Zukunft. Erstmal angucken. Das ist mein Bruder Ben. Ich werde nie so gut jonglieren können wie er. Das sagt er mir bei jeder Gelegenheit. Dann anfassen. Dafür haben wir Bruno. Okay, und dann ansprechen. Hallo, Ben. Hallo, Schlafmütze. Wie oft muss ich dir eigentlich noch sagen, dass die Proben bei Sonnenaufgang beginnen? Ich kann nichts dafür. Ich habe so schlecht geschlafen. Schlecht geschlafen? Was soll das heißen? Doch nicht schon wieder diese Albträume. Das sind keine gewöhnlichen Albträume. Es wirkt alles so echt. Das Beben, die zerklüfteten Felsen. Himmel, Chadwick. Jetzt reiß dich mal zusammen. Du bist ein Clown, ein Gaukler. Du sollst die Leute fröhlich machen und nicht deprimieren. Wann ist eigentlich unser nächster Auftritt? Wann ist unser nächster Auftritt? Ach, wer weiß. Dieser Landstrich ist genauso leer gefegt wie die letzten, durch die wir gezogen sind. Die Menschen verlassen das Land. Sie haben Angst vor dem Ende. Boah, ist hier irgendwas nicht depressiv in diesem Spiel? Kann ich jemand anderes den Clown spielen? Kann ich jemand anderes den Clown spielen? Und was willst du dann machen? Eine Löwendressurnummer? Sehe es ein, Chadwick. Du bist einfach nicht talentiert genug für die wichtigen Nummern. Du kannst nicht jonglieren, du kannst keine Torten werfen. Nicht einmal deinen Trick mit dem Kanonenschuss beherrschst du. Vielleicht habe ich auch einfach keine Lust auf hupende Nasen und Furzgeräusche. Wir könnten doch auch anspruchsvolle Unterhaltung machen. Guter Mann, politisches Kabarett. Was denn zum Beispiel?
Ich habe ein paar Gedichte geschrieben. Nein, wie wär's mit dem Theater? Auch besser. Was hältst du von Philosophie? Komm, nimm mal Philosophie. Was hältst du von Philosophie? Was für ein Ding? Was könnte unterhaltsamer sein, als die Natur des Universums zu hinterfragen? Es bleiben zu lassen? Hast du noch so eine grandiose Idee? Ich fand das eine ziemlich gute Idee. Dann nimm mal Theater. Wie wäre es mit Theater? Gib mir etwas seltsam hin. Theater, diese schwülstigen Angeber versteht doch kein Mensch. Weißt du, warum die Leute den Zirkus lieben? Weil sie dabei nicht nachdenken müssen. Ah, verstehe. Wenn jemand also auf der Suche nach einer richtigen Hohlbirne ist? Dann ist er bei mir genau an der richtigen Adresse. So ist es. Alles klar. Nee, warte mal. Schon ich werde gut. Zitieren. Die Idee mit dem Theater ist gestorben, aber... Okay, dann halt irgendwas Intelligentes. Irgendwas Intelligentes halt. Hör mal. Wir verdienen gutes Geld, ohne wirklich etwas herzustellen. Was könnte intelligenter sein? Spekulation auf Dinge zu verkaufen, die wir nie herstellen, aber die wir herstellen könnten. Ich habe ein paar Gedichte geschrieben. Ich habe ein paar Gedichte geschrieben. Oh, bitte. Verschon mich mit deinen Gedichten. Glaub mir, dieses verkopfte Gejammer braucht niemand. In dunkelster Nacht schleiche ich an den Spiegel. Ich blicke hinein und sehe den Clown. Je lauter er lacht, desto mehr wird mir übel. Oh, finstere Welt voller Schmerzen und Grauen. Tschüss, Hedwig, und genau das ist der Grund, warum niemand dich mag. Wenn du schon etwas dichtest, könnten es wenigstens lustige Limericks sein. Limericks? In dunkelster Nacht schlich der Clown, zum Spiegel sein Bild zu beschauen. Das Bild lachte frech, dem Clown wurde schlecht. Oh, finstere Welt voller Grauen. Okay, also keine Geschichte. Aber... Ich sehe schon, wenn wir jemals in diesem Spiel eine Rasierklinge finden, dann werde ich sie Hedwig auf keinen Fall die Hand geben. Du hast recht, Zirkus ist die einzige lohnenswerte Unterhaltungsform. Du hast recht, Zirkus ist die einzige lohnenswerte Unterhaltungsform. Spar dir deinen Sarkasmus. Niemand mag bissigen Humor. Übe lieber dein Rülpsalphabet. Oder den Kanonenschuss. Na, dann lieber das Rülpsalphabet. Ich glaube, meine Albträume haben irgendwas zu bedeuten. Ich glaube, meine Albträume haben etwas zu bedeuten. So ein Unsinn. Träume sind nichts weiter als ein Rückzugsort für Versager. Es ist dasselbe wie mit deinen Büchern oder deinen Gedichten. Es wird Zeit, dass dein Leben in der Realität stattfindet. Der Ernst des Lebens, klingelt da etwas? Geht es dabei um bunte Bälle und Clownsschminke? Mann, Hedwig, du bist echt anstrengend. Wach endlich auf und mach dich nützlich. Okay, also wenn das Leben so traurig ist, dann möchte ich auch lieber träumen oder mich in Bücher verstecken. Gibt's denn irgendwas zu tun? Gibt es etwas zu tun? Hast du etwa schon wieder vergessen, was deine Aufgaben sind? Du hast es dir doch extra aufgeschrieben. Ach das, das meine ich nicht. Ich würde gerne etwas Sinnvolles mit meiner Zeit anfangen. Etwas Bedeutungsvolles. Nicht diese deprimierende Alltagsroutine. Je früher du damit anfängst, desto eher kannst du... Hey! Verdreh nicht so deine Augen, junger Mann. Pflicht ist Pflicht. Du könntest damit anfangen, Spot etwas zu trinken zu geben. Das werde ich. Okay, übrigens sägt mir der Opa schon die ganze Zeit das rechte Ohr ab. Bis später. Ja, bis bald. Und denk dran, immer lachen. Immerhin bist du ein Clown. Ja, jongliere ruhig mal weiter, mein Freund. Das ein Eimer ist eigentlich für mich eher ein Trug. Da kann man bestimmt mal Spot das reinhängen. Das Wasser sieht ausgesprochen trübe aus. Dann hängen wir Spot vielleicht doch nicht rein. Das ist nur mein Spiegelbild. Oh, dann hängen wir Spot vielleicht doch wieder rein. Kann ich irgendwas machen ich damit? Ich wasche meine Hände später. Irgendwie habe ich die Vermutung, dass ich sie mir heute noch öfter schmutzig machen muss. Kann man was mit Spot machen? Spot wirkt ein wenig hungrig. Aber ich denke, er wirkt durstig. Ah, ich kann Spot kombinieren mit diesem Eimer. So, Spot. Ach so. Es wird Zeit, etwas zu trinken. Das hätte Spot niemals alleine geschafft, von da, ohne diesen Befehl darüber zu krabbeln. Aha! Mahlzeit. Ist klar. Wie niedlich ist das denn bitte? Kann ich nur mal ansehen? Finn hat leider recht. Spot hatte nur Durst. Kann ich mit dir reden? Komm, Spot. Ich will hier weg. Lass uns ein wenig im Herbstwald umsehen, ja? Folgst du mir jetzt? Ja, er rollt mir hinterher. Wie niedlich ist das denn bitte? Mach ich gleich nochmal? Wie geil. Okay, ich habe mich vertan, beziehungsweise habe ich versehen. Es ist nicht der Opa, der pennt, obwohl er natürlich so aussieht. Es ist unser Zugtier, dessen Namen ich vergessen habe. Das soll man auf jeden Fall 4 Stunden Opa lang putzen. Opa sieht heute noch älter aus als sonst. Wollen wir mit dir reden? Hallo, Opa. Oh, hallo, Ben. Du siehst ganz anders aus. Hast du einen neuen Hut? Ich bin nicht Ben, Opa. Ich weiß, Ben. Sie machen die Hüte nicht mehr so wie früher. Ich bin Hedwig. Als ich noch ein kleiner Clown war, da gab es noch richtige Hüte.
mit großen, festen Bommeln. Sedgwick, dein Enkel. Ich konnte mit meinen Bommeln einen ausgewachsenen Ochsen K.O. schlagen. Ich weiß, das arme Tier. Aber damals trug man die Hüte eben so. Was hast du auf dem Herzen, Ben? Ach, weißt du, ich wünschte, du würdest mich nicht mehr mit Ben verwechseln, das stimmt. Ich wünschte, du würdest mich nicht immer mit Ben verwechseln. Ja, die Welt ist ein Jammertal, wenn man jung ist. Alle sind gegen einen. Aber es gibt Schlimmeres als zwickende Hüte und zwickende Hemdsärmel, weißt du? Wie immer lausche ich dir gebannt, Opa. Im Alter kommen noch zwickende Schmerzen und zwickende Hosen hinzu. Das, mein Junge, ist die wichtigste Erkenntnis, die das Alter für dich bereithält. Weite Hosen sind die treuesten Freunde, die du dir wünschen kannst. Himmel, ich freu mich, hat er schon wieder geschafft, das Thema auf seine Hose zu lenken. Ja, wenn er das gut kann. Ich habe schon wieder einen dieser schrecklichen Albträume gehabt. Ich habe schon wieder einen dieser schrecklichen Albträume gehabt. Es gibt einen Reim zu diesem Thema, den ich noch aus meiner Jugend kenne. Leider ist er mir entfallen. War es vielleicht Träume sind Schäume? Was, so ein Unsinn! Träume sind keine Schäume! Schäume sind sehr nützlich! Unsere Wurftorten bestehen fast nur aus Schaum. Außerdem rühre ich mir morgens immer einen Löffel Rasierschaum in den Kaffee, damit er länger warm bleibt. Und der Rasierschaum? Funktioniert? Nein, aber man bekommt schreckliche Kopfschmerzen davon. Und wenn du Kopfschmerzen hast, ist dir egal, ob der Kaffee kalt ist. Okay, das ist eine faszinierende Logik, die muss ich unbedingt mal nicht ausprobieren. Sag mal, Opa, du hast doch viel erlebt. Sag mal, Opa, du hast doch viel erlebt. Ha! Das will ich meinen. Frag mich ruhig so viel wie du nur tragen kannst. Ja, was weißt du über den Herbstwald? Also ich nehme an, das hier oder das da hinten, was über den Herbstwald hier sein soll. Was weißt du über den Herbstwald? Der Herbstwald ist ein verwunschener Ort voller Geheimnisse. Seltsame Kreaturen wohnen darin, aber lange nicht mehr so viele wie früher. In der Vorzeit haben hier die unterschiedlichsten Völker gelebt. In zahlreichen Ruinen und Höhlen findet man noch immer ihre Spuren. Als ich als Kind hier war, stand das halbe Tal noch unter Wasser. Jetzt gibt es nur noch den kleinen See mit der Insel und am Meer kann ich mich im Moment nicht erinnern. Kein Wunder. Du kennst ja nicht einmal mehr deine Haarfarbe, wenn du eine Stunde lang nicht in den Spiegel guckst. Aber ich weiß noch, dass sie mit G beginnt. Das zählt nicht. Du rätst nur. Aber ich habe recht. Ja schon. Siehst du, und mehr will ich gar nicht wissen. Oh, bitte lass es gelb sein. Es ist mit Sicherheit gelb, lieber Opa, es ist gelb. Was weißt du über Albträume und Visionen? Was weißt du über Albträume und Visionen? Ich weiß genug darüber, dass ich mir nicht anmaße, eine Meinung dazu abzugeben. Nur echte Orakel können Träume deuten. Und auch nur sie können dir sagen, ob es sich um eine Vision handelt. Ich dachte auch einmal, ich hätte eine Vision, weißt du? Ein Engel erschien mir und sprach, dass meine Hose dir einst die Welt retten wird. Ich war so aufgeregt. Ich machte Pilgerfahrten, scharte Jünger um mich und veranstaltete Gottesdienste. Und das ohne jemals die Hose zu wechseln. Okay. Schließlich offenbarte mir eine Zigeunerin, dass alles nur ein Albtraum war. Oh je, Ben, du kannst dir kaum vorstellen, wie sehr ich mich geschämt habe. 5 Jahre Kloster und das Ganze nur wegen eines Peperoni-Auflaufs vor zu Bett gehen. Okay, weißt du was? Ich schlag's einfach selbst nach. Weißt du was? Ich schlage es einfach selber nach. Ja, sicher ist sicher. Ich wirke zwar noch immer sehr klar im Kopf, aber manchmal geraten mir doch hier und da ein paar Details durcheinander. Ich weiß nicht, ob das Menschen, was ich sagen würden direkt, aber okay. Ja, bis später, Opa. Bis später. Kopf hoch, Ben. Gut, ich mache am besten mal einen kleinen Schnitt und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir vielleicht mal den Herbstwald erkunden und nochmal dieses Zug hier vielleicht mal aufwecken. Wir sehen uns gleich wieder.